Hallo und grüß euch, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Da ist der Markus Burkhardt in bester Sonnenlaune. Sonne ist immer gut für die Laune und deshalb habe ich mir gedacht, heute hänge ich ein paar Nistkästen auf. Ist wirklich echt ein super Beitrag für den Vogel- und für den Artenschutz, was man ganz einfach im eigenen Garten machen kann. Aber viele haben dann so ein bisschen überlegen, halt, kann ich da eh nichts falsch machen oder was könnte ich falsch machen? Ich gebe euch so, habe ich mir gedacht, drei einfache Faustregeln oder eine Richtschnur, was ganz wichtige Punkte sind zur Montage von solchen Nistkästen. Okay, legen wir los. Jetzt hängen wir eine Vollhöhle auf und während dem Aufhängen darf ich sagen, erzähle ich euch so eins nach dem anderen. Also, wir montieren als erstes eine sogenannte Vollhöhle, die imitiert eine Baumhöhle. Punkt 1. Wo und wie könnt ihr solche Nistkästen montieren? Wo ist ja einfach? Ihr könnt es entweder an einem Gebäude, eurem Wohnhaus oder einem Schuppen, eine Gartenhütte montieren. Das könnt ihr aber auch in einem Baum einmontieren, also in Bäumen. Ist immer interessant, weil auch wieder jeweils zieht ihr damit andere Vogelarten an. Manche haben lieber die Gebäudenähe und andere schätzen eher, wenn man im Baum das reinmontiert, zum Beispiel der Kleiber ist so einer oder der Star, die haben das ganz gern, wenn sie in einem Baum drinnen hängt, da fühlen sie sich einfach wohler. Weil ich jetzt da ein Leiter bei der Hand habe, Höhe. Wie hoch montiert es? Ich würde einmal sagen, auf jeden Fall 2 Meter, weil dann ist er relativ safe von Katzen. Höher schaut nicht. Es gibt manche, die mögen es gern höher. Also die haben das lieber, wenn eine gewisse Höhe oben ist. Und da sind ja Bäume einfach super, weil da habe ich ja gleich 3, 4, 5 Meter. Dann bist du halt ein bisschen sicherer vor irgendwelchen Zugriffen, Marderkatzen und so weiter. Also das ist eine sogenannte Vollhöhle. Eine Höhle imitiert die Baumhöhle. Ein Flugsloch, relativ finster drin, das schätzen sehr viele Vogelarten. Und mit dem Loch, also welchen Durchmesser dieses Loch hat, könnt ihr es bestimmen, welche Vögel da reingehen. Kleiner Durchmesser, normalerweise so 26 mm in dem Bereich irgendwo, ist zum Beispiel interessant für kleinere Meisenarten. Wir haben sehr viel natürlich auch Blaumeisen. Und Sumpfmeisen, das sind die mit dem schwarzen Kapperl, die gehen da gern rein. Dann die größeren, so ab 32 mm, wären dann die Kohlmeisen, also die größere Meise, aber auch zum Beispiel Trauerschnepper gehen da ganz gern rein. Und dann gibt es noch größere mit 45 mm, da ist aber dann der Kosten auch größer, da ist der fast zu klein. Das wäre was für den Star, aber auch für den Kleiber. Also ihr seht, mit dem könnt ihr schon mal super steuern. So, jetzt hängen wir den da auf. Das passt jetzt super zum Punkt 1. Wie montiert man den an einem Baum? Also mit was befestigt man? Wir haben bei unseren Kästen, übrigens, wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal reinschaut in unseren Shop, weil wir machen diese Kästen selber, beziehungsweise der Andi, der wohnt da drüben, 100 Meter ungefähr, der macht uns das. Das ist ein super Tischler, sind wirklich aus einem hochwertigen Lärchenholz gemacht, sehr, sehr dauerhaft. Ihr kennt es mit einer Drahtschleife zum Beispiel in einem Baum hängen. Oder auch mit einem Seil, hat ein bisschen vielleicht langfristig den Nachteil, dass das einwachsen kann. Der Baum da ist tot, da wächst nichts mehr ein. Das heißt, den kann ich ohne weiteres mit einem Draht einhängen. Ihr kennt es aber, da braucht es euch nicht fürchten. Größere Bäume sind extrem robust, ihr könnt den anschrauben. Wir haben auch im Kasten drinnen zwei so kleine Löcher zum Anschrauben. Ich werde da, glaube ich, ein Kombi machen. Ich hänge ihn zuerst mit der Schlaufen auf und dann schraube ihn zusätzlich noch an. Es tut dem Baum gar nichts. Und wo man immer gesagt hat, Kupfernagel, um Gottes Willen, der Baum stirbt, niemals. Wenn das halbwegs ein Baum ist, dem ist der Kupfernagel völlig wurscht. Der wird sofort umschlossen, stört den Baum nicht. Der stirbt niemals an einem Kupfernagel. Nehmt ganz normale, rustige Nägel, nehme ich am liebsten. Man kann einen verzinkt nehmen, es ist eigentlich egal. Ich glaube, dass das da kein schlechter Platz war. Ja, wenn wir den da so her dann.
It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo I keep on the shelf. Wegen der Ausrichtung ist auch noch ganz interessant. Wenn es jetzt zu einem Gebäude irgendwo geschützt hinhängt, ist es egal, wie es ihn ausrichtet. Also er geht in jede Himmelsrichtung. Frei, so wie da, wenn man es in einem Baum hängt oder irgendwo, wo halt die Witterung dazukommt, würde es eher nach Osten oder Südosten ausrichten. Ist eh klar, damit euch in das Einflugsloch oder wenn es eine Halbhöhle ist, ist ja noch mehr offen, nicht so eine starke Westströmung mit Regen reinkommt, weil dann durchnässen die Jungvögel, das wäre nicht gut. Ansonsten ist es nicht wichtig. Das ist jetzt eine sogenannte Halbhöhle, im Gegensatz zur gerade montierten Vollhöhle. Hat einfach den Unterschied, die lässt mehr Licht rein. Weil manche Vogelarten, die wurden nicht so finster wie in einer Höhle. Rotkehlchen, Gartenrotschwanz, Grauschnepper, Bachstürzen, die schätzen solche Höhlen ganz gern, Halbhöhlen. Aber man sieht es, eine Halbhöhle hat natürlich einen wesentlich größeren, offenen, zugänglichen Teil. Das heißt, ihr müsst ein bisschen überlegen, wo es hingibt, damit es nicht von Katzen, Waschbären, Madern und so weiter ausgeräumt wird, weil da haben natürlich die Vögel überhaupt keinen Schutz. Da kann ein Tier, das da interessiert ist, kulinarisch natürlich ganz leicht dazu. Und auch von der Witterung hängt es natürlich nicht so hin, dass die Hauptwitterung, das ist meistens die Westseite, da rein kann. Also die würde ich eher empfehlen zu einem Gebäude, wo ein gewisser Schutz ist, vielleicht da oben durch einen Dachvorsprung. Ja, mehr geht nicht. Uhu! Das wird spannend, Alina. Bei unseren Halbhöhlen haben wir es so gelöst, man kann dieses kleine Brettchen runternehmen und dann kann man es drinnen wieder anschrauben oder ihr könnt es auch wieder mit einer Schlinge befestigen. Das ist oft auch nicht schlecht, wenn es irgendwie schwierig zum Hinkommen ist, gibt man einfach eine Schlinge durch und wenn er dann angeschraubt ist, dann gibt man das wieder drauf. Ihr habt zwei Möglichkeiten zum Montieren von so Halbhöhlen. Ich kann es, wenn es ein sehr geschützter Platz ist, so hinhängen. Was nicht schlecht ist, wenn zum Beispiel ein Efeu raufwächst oder irgendeine andere Kletterpflanze, dann kann man den gut drin verstecken. Oder bei einem Spalierobst, super, Brombeere, lasst eine Brombeere um und umwachsen, perfekt. Oder, was nicht schlecht ist, wenn man es so montiert, seitlich, weil es ist für einen Vogel psychologisch ein bisschen ein geschützteres Gefühl, als wenn er so direkt in den Garten rausschaut. Da hat er irgendwie immer Angst, dass ihn jemand findet. Und so ist er besser versteckt und die nehmen es erfahrungsgemäß lieber an, als wenn man es so montiert. Also eins möchte ich schon jetzt einmal sagen, wenn jetzt da keiner einzieht, bin ich echt angefressen. Okay. Jetzt sind wir bei Punkt 2, ein wichtiger Punkt und auch gar nicht so ein komplexer Punkt. Wie viele Nistkästen kann man überhaupt aufhängen? Ich werde jetzt den Nistkasten da aufhängen, das ist mein dritter heute, der kommt da in die Erle und dann erzähle ich euch ein bisschen, was würde ich sagen, wie das funktioniert. Ich erkläre es euch über zwei verschiedene Zugänge. Erstens, es gibt zwei verschiedene Arten eigentlich von Brütern. Es gibt welche, die brüten sehr gern gesellig. Spatzen, Schwalben, Stare. Da kann man also eine Art Gruppenkästen aufhängen. Schwalben, weiß man, brüten sehr, sehr gerne gesellig. Die würden nicht oder nicht gerne alleine brüten. Da kann man mehrere Kästen zum Teil nebeneinander hängen, wenn man weiß, da sind viel Spatzen. Aber sehr, sehr viele unserer Gartenvögel, die brauchen für sich selber einen gewissen Bereich. Und wenn dieser Bereich unterschritten wird, dann haben wir Konkurrenzkämpfe zwischen den Vögeln. Das stresst sie einerseits, gleichzeitig
Vogellogik einschalten. Es ist ja nur überhaupt eine begrenzte Ressource an Nahrung da. Das heißt, wenn wir zu viele, zu eng aneinander Kästen aufhängen, dann gibt es unter den Vögeln, zumindest gefühlsmäßig, eine starke Konkurrenz um Ressourcen. Wie bei uns Menschen, ist nichts anderes. Und somit sollte man einfach überlegen, wie hänge ich die Kästen auf, dass die Vögel möglichst untereinander keine Konflikte haben. Hat es keinen Sinn, dass man zu viele Nistkästen aufhängt oder sie denkt, das ist super, ich hänge jetzt 50 Nistkästen auf, sondern wirklich mit Augenmaß und ich sage immer, über die Jahre langsam ausbauen. Man sieht es selber sehr gut. Übrigens, ich habe da einen Kasten angebracht, der ein ziemlich großes Eingangsloch hat, nämlich 45 cm, eigentlich ein Starrenkasten. Aber das ist ein Versuch, ich habe nämlich heuer im Winter gesehen, erstmalig, dass wir Besuch kriegen von sehr, sehr vielen Kleibern. Und der Kleiber ist ein spezieller Vogel, der will den Eingang selbst zukleben mit Lehm. Lehm hat er genug bei mir, weil wir haben gerade eine super Baustelle. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich versuche das. Ich sehe auch schon, dass die Kleiber interessiert sind an den anderen Nistkästen, aber der Kleiber mag ein großes Loch, das er selbst zugleistern kann. Und das kriegt er jetzt mit diesem Starrenkasten. Ist sicher nochmal mit einer Drahtschleife, weil der hat auch ganz schönes Gewicht. Dann ist man wohler. So, den haben wir montiert. Jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Tipp. Der ist ja ziemlich hoch erhoben. Ihr könnt, indem ihr mit euren Nistkästen verschiedene Höhen benutzt, über die Höhe den Konkurrenzdruck im Garten mindern. Weil der Vogel, der hat ein gewisses Revier und wenn der andere einfach 1, 2, 3 Meter höher oben ist, dann tangieren sie die von den Revieren schon wieder weniger. Und schaut immer, dass die Ausgangsseiten von zwei Nistkästen zum Beispiel nie zueinander direkt schauen. Das heißt, es sollen die Eingänge einfach in irgendeine andere Seite schauen, dass eine Meise nicht direkt rüber sieht zur anderen, weil die nimmt es dann unmittelbar als Konkurrenz wahr und dann beginnen eben Kämpfe und das wollen wir nicht. Also so könnt ihr die Dichte im Garten ein bisschen erhöhen, ohne dass die Vögel miteinander ein Problem haben. Punkt 3. Wann soll man Nistkästen aufhängen? Für mich überbewertet, aber egal. Ihr müsst euch das so vorstellen, ein Nistkästen, den es aufhängt, der funktioniert ja dann über Jahre, über viele Jahre, manchmal sogar über Jahrzehnte, wenn der Platz gut ist und das Holz gut ist. Wenn es natürlich jetzt das erste Mal aufhängt, ist es nicht schlecht, wenn er schon im Winter oder jetzt im zeitigen Frühjahr aufgehängt wird, weil bei uns sind sie jetzt wirklich schon fleißig am Suchen, am Inspizieren, also sie checken mal den Wohnungsmarkt, wie schaut es denn aus, was sagt man zu, haben sie ein bisschen mehr Zeit, aber langfristig ist es egal, Hauptsache der Nistkasten wird aufgehängt, das ist wichtig und vielleicht noch ein Wort zu den Zugvögeln, zum Beispiel eben Gartenrotschwänzchen, Trauerschnäpper, die kommen ja später, weil die müssen ja erst zureisen und dann sind aber die meisten Nistkästen schon von geben, meistens von den Meisen oder Spatzen, was halt da ist, die sind ja sehr schnell, der könnte jetzt dieses Einflugsloch zumachen, verschließen, ein kleines Brettchen drauf oder mit einem Korken, den man sie zurechtschnitzt und wenn ihr merkt, jetzt kommen sie, jetzt ist die Saison da, der Zugvögel, dann entfernt es und wenn ihr Glück habt, dann nimmt es tatsächlich der Zugvogel an, weil eben dieser Nistkasten noch frei ist. Also uns freut es natürlich, wenn ihr mal vielleicht den Shop reinschaut, weil wir haben da mittlerweile, finde ich, ganz eine lässige Auswahl an unseren Nistkästen, die wir eben da bei uns im Ort bauen. Macht der Andi, haben wir eine schöne gemeinsame Aktion und die miteinander entwickelt. Sind eben aus heimischem Lärchenholz gut abgelagert und halten wirklich lang. Da ist es gefreut, vielleicht findet ihr euch was, könnt ihr uns auch unterstützen. Weil es jetzt einfach wirklich super passt. Der Winter geht zu Ende. Unsere Vögel suchen schon nach Nistplätzen. Wir machen jetzt eine -10% Aktion für eine Woche auf den ganzen Block Tieren helfen. Also da sind nicht nur die Nistkästen für Vögel drin, sondern auch die Nisthilfen für die Wildbienen. Vielleicht findet ihr euch was, würde uns freuen. So könnt ihr uns auch direkt unterstützen. Danke. Wenn es euch interessiert, dann bleibt es dabei. Es gibt noch einen kleinen Nachsatz. Ich finde es ganz interessant, weil jetzt ist das Ergebnis raus. Kann jeder nachlesen von euch, wer sich da tiefer
in die Materie vergraben will. Die Stunde der Wintervögel ist zu Ende gegangen, haben wir ja einige Male erwähnt. In Österreich BirdLife und in Deutschland, glaube ich, über Nabu. Egal, die Zahlen sind jetzt da, ist ganz interessant, ich habe mir das so ausgeschrieben. Die 10 häufigsten Gartenvögel: Kohlmeise, Haussperling, Feldsperling, Amsel, Blaumeise, Buchfink, Stieglitz, überraschend, Erlenzeisig, Grünling und Bergfink, die Nummer 10. Also das waren heuer die häufigsten Arten in unseren Gärten. Ich finde das insofern sehr relevant, wenn man sich das anschaut, weil man oft darüber nachdenkt, okay, was bringt denn das überhaupt? Muss ich Nistkästen aufhängen? Die sind eh so häufig, die Gartenvögel. Das bringt doch eh nichts. Schauen wir doch lieber, dass wir die Vögel unterstützen, die ganz ums Überleben kämpfen. Das betrifft ja hauptsächlich die Vogelarten, die auf ein Leben angepasst sind, im Feld zum Beispiel. Also alles, was so landwirtschaftlich ist, die haben es wirklich schwierig. Also die haben es echt sehr, sehr schwer. Die werden zum Teil an den Rand der Ausrottung gedrängt. Da ist wirklich Handlungsbedarf, aber ich glaube, gerade deshalb ist es schön, wenn wir uns das Segment unserer Hausvögel rausnehmen, weil man kann schon auch das so sehen, dass diesen Vögeln deshalb gut geht, weil sie eben in unseren Hausgärten, in unseren Siedlungen, in unseren Parks einen neuen, guten Lebensraum gefunden haben, in dem sie versorgt werden. Nämlich einerseits mit Strukturreichtum, Möglichkeiten, wo sie nisten können, sie bekommen ein Futter. Und da können wir richtig super im eigenen Garten unterstützend beitragen, dass diesen Vögeln auch weiterhin gut geht, weil der Langzeittrend schaut auch hier leider etwas nach unten. Generell sind die Zahlen noch ganz gut, aber wir kriegen auch hier gewisse Warnschüsse, weil Vögel, die noch vor 15, 20, 25 Jahren zu Massenvögeln gehört haben, also eher so menschlich assoziierte Vögel, die in unserer Nähe sich aufhalten, werden auch weniger. Deshalb auch da wirklich der Aufruf, dass wir schauen, dass diese Vögel einen Lebensraum haben, wo sie gut leben können. Und das kann wirklich absolut der Hausgarten sein. Natürlich wäre es wünschenswert, möglichst viele Menschen zu gewinnen, dass sie da mitmachen. Schaut einmal rein bei BirdLife oder schaut unsere Videos. Dann könnt ihr euch da ein bisschen informieren, was ihr alles machen könnt, um diesen Tieren einen guten Lebensraum zu geben. Es ist wirklich nicht schwierig und es ist eine extreme Bereicherung für einen selbst. Gibt es jetzt Studien aus England, Vogelfüttern zum Beispiel, extrem gut für die menschliche Seele. Kein Wunder. Man kann die Vögel beobachten und kann sich einfach freuen, dass man selbst ein bisschen dazu beiträgt, diese wertvollen, wunderschönen, wichtigen Wildtiere zu unterstützen. Okay, das war's von mir. Pfiat euch, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht euch einen Nistkasten selber, kauft euch einen, stellt euch einen. Nein, stehle bitte nicht. Aber hängt einen auf, das war cool. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Der Nachsatz vom Nachsatz. Ich wurde aufgefordert, von Kosis Deko-Tipps zu sagen, falls akustische Störungen zu euch durchgedrungen sind, Kosis Deko-Tipps entschuldigt sich herzlich. Aber wir sind da unmittelbar nebeneinander, da oben wird gerade gearbeitet, wir arbeiten da, das ist ja lustig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich über ein Like. Ich vergiss das oft zum Sagen. Ihr könnt es abonnieren. Kostet nichts. Man kann die Glocke aktivieren. Dann kriegt man immer Nachricht, wenn ein neues Video da ist. Was muss ich noch sagen? Ah ja, abonnieren ist natürlich gut für den Algorithmus. Was auch immer der Algorithmus macht, ich weiß es nicht. Aber er reiht die Videos dann weiter vor. Das heißt, dann sehen mehr Leute das. Und dann werden mehr Nistkästen aufgehängt. Und das wollen wir. Das hätte ich jetzt gern gehabt. Oh Gott. Den habe ich nicht putzt, sehe ich gerade. Sehr, sehr interessant, aber dazu spät. Okay, wir legen los. Das ist extrem. Ja, extrem Einsatz. Ah, da ist. Huhuhu. Safety first. Mach nichts, wo du ein ungutes Gefühl hast beim Montieren. Ist wirklich so. Ich glaube, möchte keine Statistik sehen, wie viele Leute schon vor der Lorta verunglückt sind. Da kannst du wenigstens nicht runterfahren, weil der zu viel isst. Die Sonne ist auch gerade schön.